Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Häkelanleitung von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das Dreieckstuch häkelt, das ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und ich verwende hierfür einen meiner selbst gewickelten Bobble, und zwar den Remi Demi Bobble. Findet ihr in der Shop-Kategorie Bobble bei 6 Farben. Also es ist ein 6-Farben-Bobble und das sind hier insgesamt 800 Laufmeter, die ich hier verhäkeln werde für das Tuch. Des Weiteren verwende ich eine Häkelnadel der Stärke 4,0. Ihr benötigt auch noch eine Schere und eine Wollnadel. Wo ihr meinen Shop findet, den Link dazu hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr auch den Link zu meiner Facebook-Gruppe. Das heißt also, wenn mal Fragen auftauchen zur Anleitung von mir, wenn ihr irgendwann mal nicht weiter wisst, könnt ihr Fragen rund um die Uhr gerne auch in meiner Facebook-Gruppe stellen. Dort helfen wir uns alle immer gegenseitig und deshalb geht es dort auch sehr viel schneller als hier zum Beispiel in der Kommentarfunktion. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort losstarten. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, wir beginnen damit, dass wir eine Masche auf die Nadel aufnehmen. Anschließend häkeln wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir zu der zweiten Masche. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Vom Anfang. Also nicht hier die letzte, sondern die zweite. Und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Dann eine Luftmasche häkeln und in die gleiche Masche, in die wir eben eingestochen haben, noch einmal und noch ein weiteres Stäbchen häkeln. Und dann hier in die letzte Masche, beziehungsweise die erste Masche vom Anfang, ein Stäbchen häkeln. Das ist Reihe 1 von dem Dreieckstuch. Es wird von unten nach oben gehäkelt in Reihen. Und das ist Reihe 1. Ich habe euch eben noch nicht erklärt bzw. hinzugefügt, dass das eine weitere Variante eines Corner-to-Corner-Tuches ist. Das bedeutet, wir häkeln quasi von Ecke zu Ecke, auch besser bekannt unter C2C. Und das ist eine andere Variante davon. So, ich erkläre euch jetzt, wie es in Reihe 2 weitergeht. Wir häkeln wieder 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wende das Ganze. Und dann gehe ich hier zu der zweiten Luftmasche vom Anfang, die ich da gehäkelt habe. Steche dort ein, häkel ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und in die gleiche Masche, in die ich eingestochen habe, wieder einstechen und noch ein Stäbchen häkeln. Und dann gehe ich hier zu der obersten Luftmasche vom Anfang. Ich hoffe, man kann das hier gut erkennen. Ich habe hier das erste Stäbchen reingehäkelt in der ersten Reihe. Und daneben steche ich ein in die Luftmasche, in die oberste und häkle eine Kettmasche. Dann häkel ich 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und habe das hier so quer. Diese 3 Luftmaschen aus der ersten Reihe. Ich habe das Kästchen, was ich eben gehäkelt habe, jetzt quer vor mir. Und gehe da in die mittlere Luftmasche. Steche dort ein und häkel ein Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal ein weiteres Stäbchen. Dann gehe ich direkt in die Masche daneben, in die Anfangsluftmasche und häkel dort nochmal ein Stäbchen hinein. Ich werde euch gleich dann nochmal
wenn ich ein paar Reihen weiter gehäkelt habe, die Häkelschrift einblenden und anhand dessen nochmal weitere Erklärungen machen, falls ihr das hier vielleicht nicht ganz so gut erkennen könnt oder vielleicht nicht ganz so gut mitkommt. Und gleich zeige ich euch noch, wie Reihe 3 gehäkelt wird und Reihe 4 und so weiter. So, Reihe 3 wird auch wieder begonnen mit 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich wende das Ganze und gehe zur zweiten Luftmasche, steche dort ein, häkel ein Stäbchen, danach eine Luftmasche und in die gleiche Einstichstelle nochmal einstechen und ein Stäbchen häkeln. Dann haben wir hier ja diese zwei Kästchen aus Reihe 2. Ich gehe hier zu dem ersten Kästchen und steche in die oberste Luftmasche ganz am Anfang von dem Kästchen. Hier oben ein. Wenn man mich denn ließe. So, und häkel eine Kettmasche. Dann häkel ich 3 Luftmaschen und habe das Kästchen von Reihe 2 hier so quer vor mir. Gehe da in die zweite Luftmasche, in diese mittlere, häkel ein Stäbchen hinein, dann eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. Dann habe ich hier dieses erste Kästchen von Reihe 2 vor mir und halte hier so diese ersten 3 Luftmaschen vom Anfang. Da steche ich oben ein und häkel eine Kettmasche. Dann wieder 3 Luftmaschen. Dann steche ich hier, wo ich das hier quer vor mir habe, in die mittlere Luftmasche ein, häkel ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich nochmal anhand einer Skizze, falls man das jetzt vielleicht nicht ganz so gut erkennen kann. Dann steche ich nochmal in die erste Luftmasche vom Anfang ein, häkel nochmal ein Stäbchen. Das ist Reihe 3. Also ich habe euch hier mal eine Skizze angefertigt und die ersten 2 Reihen mal eingezeichnet. Diese Punkte, die ihr hier seht, das sind Luftmaschen. Die Kreuze hier, das sind die Stäbchen. Und dieser Bogen ist eine Kettmasche. Also wir fangen hier an mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen bei Reihe 1. Dann gehen wir in die zweite, häkeln zuerst ein Stäbchen. Danach eine Luftmasche und in die gleiche Einstichstelle noch ein weiteres Stäbchen. Und dann bei der ersten Luftmasche vom Anfang ein Stäbchen häkeln. Das ist Reihe 1. Reihe 2 starten wir mit 6 Luftmaschen. Dann gehen wir zu der zweiten Luftmasche vom Anfang ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und dann nochmal in die gleiche Masche ein weiteres Stäbchen. Dann gehen wir zu dem ersten Kästchen, was wir gehäkelt haben, und gehen hier in die oberste Luftmasche rein und eine Kettmasche häkeln. Wir müssen die beiden Kästchen ja miteinander verbinden. Es geht nur mit der Kettmasche. Danach 3 Luftmaschen häkeln und dann halten wir dieses erste Kästchen quer zu uns, also quasi so. Und gehen dort in die mittlere Luftmasche rein und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal ein weiteres Stäbchen. Und dann am Anfang oder in der ersten Luftmasche ein Stäbchen häkeln. Ich zeichne euch jetzt nochmal die Reihe 3 ein, die ich gerade eben gehäkelt habe, damit ihr langsam mitkommt und das auch über die Skizze versteht, wenn ihr das vielleicht eben nicht gut genug sehen konntet, weil es vielleicht zu dunkel war oder vielleicht zu kompliziert erklärt, hilft euch vielleicht die Skizze ein bisschen weiter. Ich zeichne jetzt, damit es einen besseren Überblick gibt, nochmal die Reihe 3 nachträglich ein und erkläre euch die und dann geht es mit Reihe 4 weiter.
So, jetzt habe ich hier Reihe 3 eingezeichnet. Wir starten jede Reihe mit 6 Luftmaschen, gehen dann immer in die zweite Luftmasche vom Anfang, häkeln ein Stäbchen hinein, eine Luftmasche und in die gleiche Masche nochmal ein weiteres Stäbchen. Und dann wird immer zum Kästchen der Vorreihe gegangen, zum ersten. Das wird quer gelegt, quasi so. Und dann in die oberste Luftmasche hier eine Kettmasche gehäkelt. Und von da an wird dann immer 3 Luftmaschen gehäkelt, in die mittlere Luftmasche der Vorreihe, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. Dann wird zum nächsten Kästchen der Vorreihe gegangen und in die oberste Luftmasche eine Kettmasche gehäkelt. Dann wieder 3 Luftmaschen. Das wird dann immer so weitergemacht. Immer wieder 3 Luftmaschen, dann in die mittlere Luftmasche der Vorreihe, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und ganz am Ende wird nochmal ein Stäbchen hier in die erste Luftmasche vom Anfang gehäkelt. Und dazwischen immer eine Kettmasche, um die einzelnen Kästchen mit der Vorreihe zu verbinden. Ich zeige euch das jetzt nochmal an Reihe 4 und vielleicht auch noch Reihe 5. Und dann müsstet ihr das eigentlich verstanden haben. Das geht nämlich immer so weiter. Also quasi wiederholt sich jede Reihe und wird immer um ein weiteres Kästchen erweitert, sozusagen. Das sind dann immer die Zunahmen. Aber ich zeige euch das jetzt nochmal in Reihe 4 und Reihe 5, wie es dann weitergeht. Also, wir starten jede Reihe mit 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wende ich in die zweite Luftmasche vom Anfang einstechen, ein Stäbchen, dann eine Luftmasche, hier unten in die gleiche Masche einstechen und nochmal ein Stäbchen häkeln. Dann gehe ich zu dem ersten Kästchen oder letzten Kästchen der Vorreihe, habe das hier so quer vor mir, gehe hier in die oberste Luftmasche vom Anfang, steche ein und häkel eine Kettmasche. Und von jetzt an immer 3 Luftmaschen. Dann gehe ich hier beim Kästchen, was ich hier so quer habe, zu den Luftmaschen in die mittlere und häkel ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. Dann gehe ich zum nächsten Kästchen der Vorreihe, habe das hier so quer vor mir, steche hier oben ein, häkel eine Kettmasche und dann wieder 3 Luftmaschen. Ich gehe hier in die mittlere Luftmasche vom Anfang oder von diesem Kästchen, häkel ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen. Dann gehe ich hier zu dem nächsten Kästchen, steche in die oberste Luftmasche ein, häkle eine Kettmasche und dann 1, 2, 3 Luftmaschen in die mittlere von dem Kästchen hier einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen häkeln. Und dann am Anfang in die Luftmasche einstechen und ein Stäbchen zum Abschluss der Reihe häkeln. Und das ist Reihe 4. Und jetzt haben wir schon ein weiteres Kästchen dazu gehäkelt. Reihe 5 starten wir auch nochmal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. Dann wird gewendet, in die zweite Luftmasche vom Anfang einstechen und ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen häkeln. Dann gehen wir zum Kästchen der Vorreihe, stechen hier in die oberste Luftmasche ein und häkeln eine Kettmasche. Und von jetzt an immer
1, 2, 3 Luftmaschen, in die mittlere einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen häkeln. Zum nächsten Kästchen der Vorreihe gehen, in die oberste Luftmasche einstechen, eine Kettmasche häkeln und dann 1, 2, 3 Luftmaschen in die mittlere der Luftmaschen vom Vorkästchen einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen häkeln. Zum nächsten Kästchen der Vorreihe gehen, in die oberste Luftmasche vom Anfang einstechen, eine Kettmasche häkeln und dann 1, 2, 3 Luftmaschen in die mittlere der Luftmaschen des Kästchens der Vorreihe einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen dort hinein häkeln. Dann zum nächsten Kästchen der Vorreihe gehen, in die oberste Luftmasche einstechen, eine Kettmasche häkeln und dann 1, 2, 3 Luftmaschen häkeln, in die mittlere der Luftmaschen des Kästchens der Vorreihe einstechen, ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein weiteres Stäbchen häkeln. Dann in die erste Luftmasche vom Anfang einstechen und noch ein Stäbchen zum Abschluss häkeln. Das ist Reihe 5 und im Endeffekt erweitert sich das dann Reihe für Reihe. Es wird im Endeffekt eigentlich immer gleich gehäkelt, nur dass mit jeder weiteren Reihe immer ein weiteres Kästchen dazukommt. So kann man sich das dann vorstellen. Also immer wieder mit 6 Luftmaschen beginnen und am Ende mit einem Abschlussstäbchen häkeln. Und ja, so geht das dann immer weiter und so wird das Tuch dann Stück für Stück größer. Und genau das häkle ich jetzt erst einmal vor. Ich werde den kompletten Bobbel weitestgehend verhäkeln, bis ich bei der letzten Reihe angekommen bin. Und dann zeige ich euch an diesem Punkt, wie es weitergeht. So, wie ihr seht, habe ich jetzt den Bobbel weitestgehend aufgebraucht fast. Und habe ziemlich weit hoch gehäkelt und ja, theoretisch würde ich jetzt an dieser Stelle die Arbeit beenden, weil für mich ist es so, es reicht für keine weitere Reihe mehr. Noch nicht mal mehr für eine Begradigung hier oben. Wenn ihr das Tuch so lassen möchtet, könnt ihr dann natürlich an dieser Stelle die Arbeit beenden. Ich zeige euch gleich, wie das geht mit dem Arbeit beenden. Aber ich möchte euch natürlich auch zeigen, wenn ihr diese Kante hier so nicht haben wollt, diese Borte vielmehr, was ja dann am Hals lang gehen würde, wenn ihr das lieber gerade, so einen geraden Abschluss haben möchtet, wie ihr das dann häkelt, das zeige ich euch jetzt noch mal kurz. Wie gesagt, bei mir reicht das Garn leider nicht mehr dafür, dass ich das noch machen kann. So, jetzt muss ich noch mal eine Masche auflösen. Ganz vorsichtig. So, ihr beginnt mit 4 Luftmaschen die Abschlussreihe. 1, 2, 3, 4 Wenden. Und dann geht ihr hier in die oberste Luftmasche aus der Vorreihe, häkelt eine feste Masche und dann immer 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann geht ihr zu dem nächsten Kästchen und hier in die oberste Luftmasche aus der Vorreihe einstechen und eine feste Masche häkeln. Und dann wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und dann wieder eine feste Masche in die oberste Luftmasche der Vorreihe beim nächsten Kästchen. Und so kann man das Ganze dann begradigen. Hat dann zwar hier so kleine Löchlein, aber dann hat man wenigstens so einen geraden Abschluss. Wenn das Garn dann bei euch auch noch reichen würde, beendet würde das Ganze dann eben ja wie gesagt mit einer festen Masche oder vielleicht auch mit einer Kettmasche hier, dass man vielleicht zum Abschluss nochmal ein, zwei Luftmaschen häkelt und dann ein oder vielleicht auch ein Stäbchen hier in die allerletzte Masche hier vom Anfang hier unten rein häkelt. Würde ich eher sagen, am Ende ein bis zwei Luftmaschen und dann ein Stäbchen hier unten rein häkeln. Das wäre dann hier so auf der anderen Seite.
Und dann geht es um das Beenden der Arbeit. Das zeige ich euch jetzt gleich. Also ihr schneidet den Faden ab, was ich in der Zwischenzeit schon getan habe, häkelt dann eine Luftmasche und zieht den Faden vorsichtig durch und vorsichtig an. Dann nehmt ihr die Wollnadel zur Hand. Macht nochmal einen Doppelknoten rein, um den Faden abzusichern oder zu sichern, dass das nicht mehr aufribbeln kann, so ohne weiteres. Und dann geht es darum, den Faden zu vernähen. Ich fädel ihn hier zu diesen Stäbchen hier runter, da wo die Einstichstelle der Stäbchen ist, aus der letzten Reihe. Und dann fädel ich ihn durch diese Einstichstellen, da wo ich die Stäbchen gehäkelt habe, oder durch diese Stäbchen hier unten durch. Durch ein paar. Ihr könnt auch durch den Faden durchstechen, ist sogar besser, zwischendurch auch mal durch so einen Faden durchzustechen. Und das ein paar Mal dann hin und her. So, und dann kann der Faden abgeschnitten werden. Auf die gleiche Art und Weise vernäht ihr dann natürlich auch noch den Anfangsfaden, ganz wichtig. Und dann ist das Tuch fertig. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. So sieht das Muster übrigens dann im Ganzen aus. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr neugierig wurdet und animiert seid, das Ganze nachzuarbeiten, und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne kreative Häkelzeit. Viel Spaß beim Nacharbeiten, bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!